Also heute das Thema erholsame Regeneration, genau das, was Vivien dort schon tut, nämlich wie wir uns erholsam regenerieren können, auf kurzer Zeit oder auf langer Zeit, so wie wir in die Nacht verbringen zum Beispiel, also wie wir uns vielleicht am Abend darauf vorbereiten, was für Rituale haben, wie wir morgens kraftvoll wieder aufstehen können und den Tag begrüßen oder ja, was wir einfach tun dazu und natürlich auch, was es andere Möglichkeiten gibt, um wieder neue Energie zu tanken, weil wir wenn wir neue Ziele wieder haben, neue Ideen, neue Wünsche oder neue Motivation einfach dazu kommen, dass man ja denn die Energie braucht. Und Ja. dass es ja eine interessante Überlegung ist, also wenn man diesen Wunsch jetzt hat, was gibt es denn für Möglichkeiten? Kann man natürlich auch, findet ja jeder für sich einzelne Strategien, dass er vielleicht in den Wald geht, sich ein bisschen meditiert und der andere vielleicht eher einen kleinen Powernap zu Hause macht oder sich vor den Fernseher setzt. Und ja. Wollte ich einfach mal darüber sprechen, was du so für Erfahrungen gemacht hast. Und ja, Ja, wir danke halten für hier die viele zusammen. Einladung. Und ja, vielleicht hast du ja schon mal ein paar einzelne Gedanken dazu, die du gerne, ja, über die du gerne sprechen möchtest. Ja, gerade eben ganz spontan, als du gesagt hast, wie wir die Nacht verbringen, damit wir am Morgen wieder kraftvoll ja, in den Tag starten können. Das ist mir gerade eingefallen, weil ich das vor kurzem, glaube ich, hatte. Ich glaube, es war sogar vorletzte Nacht oder vorletzten Abend sogar. Da hatte ich dann irgendwie schlechte Laune und war wegen irgendwas richtig gestresst. Und ich bin dann damit ins Bett gegangen, also habe die Emotion praktisch mit mir ins Bett genommen. Und habe dann auch gemerkt, muss jetzt nicht unbedingt daran liegen, aber es ist mir schon häufiger so passiert in dem Zusammenhang, dass ich dann am Morgen auch schon wieder total gestresst war. Ja, genau, ich glaube, es war am Wochenende. War ich dann am Morgen schon total gestresst, irgendwie gedanklich und emotional. Ich wusste gar nicht genau warum, aber auf jeden Fall nicht ausgeruht. Und dann habe ich gesagt, okay, es ist morgen, es ist Wochenende. Ganz entspannen. Ich bin dann, wie du eben auch schon gesagt hast, in den Wald gegangen oder beziehungsweise ans Wasser und habe da einfach versucht, so runterzukommen, zu gucken, okay, was ist um mich? Ich fokussiere mich dann auch ganz oft so auf die Sinne. Also, so, was höre ich, was spüre ich auf meiner Haut, vielleicht den Wind, was Morgens kann ich aufwachst. riechen? Wie bitte? Wenn du morgens aufwachst, meinst du? Nee, das war dann, also wenn ich im Wald bin oder in der Natur. Das bringt mich dann oft auch aus diesem Gedankenstrudel wieder raus oder dieser Emotion und bringt mich so, okay, ziehe jetzt, jetzt zurück, indem ich einfach spüre und fühle, genau, was um mich herum gerade ist. Ja, das sind ja schon mal zwei interessante Gedanken. Einmal, dass man manchmal mit dem aufwacht, mit dem man eingeschlafen ist. Und zum Zweiten, habe ich da gehört, dass du, ja, dass man ja auch im Gehen oder im Laufen oder etwas machen ja auch sehr stark entspannen kann, wenn man sich einfach nur darauf konzentriert. Ich habe zum Beispiel vorhin einfach im Regen gesessen. Das ist auch ganz schön. So, wenn man dann schön geschützt irgendwo drunter sitzt, dann kann man auch so einfach einfach mal zuhören, was da so um einen herum ist zum Beispiel. Oder ja, also einfach mal so ein bisschen dem Körper einfach Pause gönnen, wenn der Körper gerade ein bisschen Pause braucht. Das finde ich auch sehr spannend. Das kann man auch mit anderen Sachen machen, die man gerne macht, mit denen man einfach so im Fluss ist, ne? Welche Aktivitäten hast du so, die du da hast oder die du gerne machst, wo du so einfach so im Handel bist, aber erstmal einfach so runterkommen kann oder entspannen kann? Also jetzt nicht direkt entspannen, aber so aus den Gedanken rauskommen, was ja dann auch so ein bisschen entspannend ist, weil man das dann einfach mal weggelegt hat, ist zum Beispiel, wenn ich mir Notizen mache oder das einfach alles mal ein bisschen aufschreibe, was gerade mir in den Kopf vorgeht oder vielleicht auch mal auf eine Voice-Memo oder so eine Sprachmemo da aufnehme, dann ist es einfach erstmal raus, so. Aber sonst, was mich runterbringt, was ich auch manchmal abends öfters mache oder morgens, wenn ich gerade aufwache und dann irgendwie Tage sowieso gerade gestresst war, dass ich dann einfach mir ein Blatt Papier schnappe oder eine Leinwand und einen Pinsel und ein paar Farben und dann einfach ja ein bisschen was, was male, was dann gerade so, entweder was gerade so aus mir herauskommt, oder ich nehme ein paar Bilder so als Inspiration, weil dann konzentriere ich mich auch, okay, wie sieht es auf dem Bild aus? Wie will ich das auf dem Bild,
also auf dem Papier oder auf der Leinwand haben? Oder was kann ich da abändern? Genau. Und dann male ich einfach und dann kommt man da irgendwie so, wenn man sich auf eine Sache fokussiert. Ich glaube, das ist da auch ganz wichtig, dass man ja diesen Fokus auf eine bestimmte Sache. Ablenkung überall hat, ne? Also vom Handy bis zum Fernsehen, bis zum Laptop. Man kann immer irgendwas tun, das habe ich auch jetzt gerade gemerkt. Manchmal einfach so, einfach nur zu sitzen oder irgendwas Einzelnes zu machen, ohne gleich von ganz vielen unterschiedlichen Sachen zu bekommen, ist manchmal echt ganz schön. Auch irgendwie so zum Beispiel mit Holz zu arbeiten, ist auch total entspannt für mich persönlich. Vielleicht so ein bisschen als mit Holz zu arbeiten. Ja, das war gerade. Wo man sich einfach was vorgenommen hat und dann einfach so, ja, in diesen ruhigen Aktivitäten einfach so ein bisschen die Entspannung findet. Ja, total. Gar nicht so unbedingt so richtig entspannt wie jetzt zum Beispiel beim Schlafen oder bei Meditation oder beim Powernap, aber es ist trotzdem schon eine Sache, wo man viel Kraft tanken kann, finde ich persönlich. Ja, wie du auch schon gesagt hast, man ist total abgelenkt häufig von Sachen. Da kannst du hier die Nachricht gucken oder wenn dir langweilig, kannst du das im Internet recherchieren oder irgendwas machen, aber so wirklich einfach nur mal, keine Ahnung, wie du vorhin zum Beispiel gesagt hast, sitzen und dem Regen zuhören, das passiert ja, glaube ich, ziemlich selten heutzutage. Und da braucht man einfach so kleine Situationen, wie du schon beschrieben hast auch. Ich mache das manchmal zum Beispiel auch am Wochenende oder auch jetzt innerhalb der Woche versuche ich die Zeit am Handy, vor allen Dingen dann auch auf diesen Nachrichtendiensten zu verringern. Und ich hatte gerade gestern so einen kompletten Tag bis auf den Abend dann ohne Internet. Und es tut so gut. Weil irgendwie hast du nicht diesen Drang, okay, du musst jetzt antworten, oder muss man ja nicht, aber irgendwie hat man dann trotzdem so, man guckt dann mal und dann antwortet man doch schnell irgendwie mal wieder. Ja, man wird so rastlos, ne? Man merkt dann auch gar nicht, wenn man wirklich K.O. ist, dass man jetzt einfach wirklich mal richtige Pause braucht. Ja. Also so merke ich, weil es einfach wirklich mal so Handy weg, so einfach mal jetzt eine halbe Stunde einfach sich hinzulegen oder eine halbe Stunde einfach, ja, keine Ahnung, ein bisschen meditieren oder irgendwas anderes zu machen, wo man einfach den Kopf mal wirklich Ruhe lässt und nicht so von einer Aktion zur anderen irgendwie hetzt vor allem. Also weil man einfach nur reagiert, so wie du es ja schon sagst. Ja, genau, wie du gesagt hast. Reagiert. Aufmerksamkeit fordert. Ja. Wir WhatsApp hier und SMS da und die Nachrichten hier und das neue YouTube-Video da oder sonst irgendwas, was man denn so hat. Ja, man kann wirklich ständig abgelenkt werden, ja. Ja, man lässt sich da richtig dann mitziehen. Ja, ich habe auch gemerkt, das stresst mich auch total. Also wenn ich dann zum Beispiel nach Hause fahre und gerade schon so einen Tag hatte, der sag mal, gut gefüllt ist und dann noch auf WhatsApp oder SMS oder im Internet gucke, dann bin ich danach noch gestresst, aber man merkt es manchmal in dem Moment gar nicht, weil du, wie du eben schon angedeutet hast, man ist irgendwie in diesem Dschungel drin, in diesem Alltag, Rausch, genau, dass man gar nicht so richtig merkt, okay, also man merkt es bestimmt, aber irgendwie will man dann doch noch nicht so ganz abschalten, weil, weiß ich nicht, vielleicht kommen dann komische Gedanken hoch oder man will einfach nicht die Ruhe haben. Finde ich besonders schön, wenn ich jetzt so denke, irgendwie, da würden jetzt Gedanken hochkommen. Das ist gerade so eine Sache, über die wir vorhin gesprochen haben, ganz hilfreich. So, wo man einfach eine Sache tut, so am besten irgendwas, also bei mir ist es gerne mit den Händen oder so, wo man irgendwas Handwerkliches macht. Also was jetzt nicht groß irgendwie, wo man groß irgendwas planen, denken oder sonst irgendwas muss, wo man einfach dann nur diese eine Tätigkeit macht. Ja. Ganz praktisch, um dann einfach in so einen ruhigen Moment zu kommen, auch gerade abends, so, dass man einfach. Oder dass ich einfach dann etwas tue, was mich so ein bisschen runterkommen lässt. Ja, stimmt. Aber einfach so ein bisschen die Gedanken dann beruhigen oder generell so den Körper. Und dann kann man da ja, wie du gesagt hast, vielleicht entweder in den Schlaf übergleiten oder vielleicht mal irgendwie eine Runde meditieren oder sonstige Entspannungsübungen machen. Ja, Meditation ist auch so ein großes Thema. Was ist das so für dich? Wie machst du das? Also manchmal mache ich so eine geführte Meditation mit oder ich mache so alleine alleine Meditationen, wo ich mir dann bestimmte Sachen vorstelle. Also eine Visualisierung zum Beispiel von der Zukunft oder so, von bestimmten Sachen oder einfach ja, so? Zum Beispiel, wobei, ja, also das auch. Wobei das eher weniger zum Entspannen, weil ich glaube, das regt mich dann eher noch an. Ah, dann das.
Ja. Dann da eher vielleicht irgendwie, keine Ahnung, an einen Ort, an dem ich mich wohlfühle, dass ich da so ein bisschen hinreise, genau diese Fantasiereisen. Ja. Oder dass ich mir vorstelle, okay, mein ganzer Körper entspannt jetzt und alles Negative oder alles, was heute so vielleicht mich belastet hat oder generell die Eindrücke, die können jetzt schön in die Erde sinken, aus meinem Körper hinaus und ich lasse einfach mal so los. Auch die Gedanken, ja. Dass die einfach mal rausfließen. Ja, ein Start, dass man sie so in das abdriften kann. Ne? Also zum Beispiel jetzt, wenn man sich an den Strand träumt oder in den Wald oder in die Berge oder so, dass man, dass ich davor mal so diesen Moment brauche, wo ich einfach mal Ruhe bin, wo ich einfach mal aus dem Moment rauskomme, aus diesem Hi, dies, das, jenes. Ja, genau. Ja, dass ich mich körperlich einfach so ein bisschen entspanne in dem Moment irgendwie auch. Meinst du jetzt davor oder währenddessen? Davor, ja. Davor, bevor man in so eine Fantasiereise abtaucht, ob man sie jetzt geführt macht oder ob man sie einfach so macht, weil man sich irgendwas Schönes vorstellt. Das kommt ja dann meistens danach. Ja, das stimmt. Was ich auch mal in einem Buch gelesen habe, das fand ich ganz interessant, weil es wäre beim Meditieren auch irgendwie für mich so ein bisschen darum geht, zum einen die Gedanken so ein bisschen zu beobachten und zu gucken, okay, von außen zu betrachten oder die Gefühle, okay, was fühle ich gerade. Zum anderen aber auch irgendwie da so hinzutendieren, den Geist ganz ruhig werden zu lassen. Und da finde ich interessant den Aspekt, also es gibt so ein, wie hieß denn der, ich weiß nicht, wie der Autor hieß, der das gemacht hat. Ich glaube, es ging da so generell um Quantenheilung. Und da ging es auch darum, so eine Art reines Bewusstsein zu erlangen. Aber im Sinne davon, dass man den Geist einfach erstmal beruhigt, hat er sich dann zum Beispiel so eine Frage gestellt, okay, woher kommt mein nächster Gedanke? Mhm. Und zwischen dieser Frage und dem nächsten Gedanken ist so eine Mini-Lücke, oder je nachdem vielleicht auch eine längere Lücke, wo einfach nichts ist. Mhm. Da ist nichts in deinem Kopf drin. Ja. Und ich finde das so spannend, weil, jetzt habe ich den Moment. Nein, das ist nichts. Genau, und das geht das vorne in das Philosophische rein. Darf ich das trotzdem kurz erzählen? Ja, mach ruhig. Genau, und da ist ja dieses Nichts. Also da ist kein Gedanke, aber wir existieren ja trotzdem in dem Moment. Das heißt, oder wir sind ja trotzdem wir. Und dann ist so die Frage, oder die Erkenntnis, also wir sind ja auch eigentlich dann nicht unsere Gedanken. Das heißt, wir können unsere Gedanken beobachten. Und wer ist denn derjenige, der die Gedanken beobachtet? Ich finde das total spannend. Ja. Ja. Genau. So mal so ein bisschen hineinzugehen. So. Ja, wenn man sich so weit beobachten kann, ist das schon echt sehr, sehr gut, weil dann kann man das auch ändern, wenn man nicht seine Gedanken, wenn man nicht seine Emotionen ist. Aber dann braucht man irgendwie eine höhere Überlegung dazu oder ein höheres Gefühl dafür, was man denn doch dann ist. Ja, wenn du dieses philosophisch reingehst. Ja. Hast du dann eine Idee für dich gefunden? Hast du dann eine Idee für dich gefunden, was wir sind dann? Nee, bisher noch nicht. Also in dem Buch war halt die Rede von so, ja, wir sind eigentlich so reines Bewusstsein. Aber so für mich habe ich da jetzt noch nicht. Weißt du, was das mir bedeutet, das reine Bewusstsein? Kann ja viel aus. Ja, genau. So ein Wolkenbegriff, wenn man keine Erfahrung damit so verbindet. Ja. Ich finde es trotzdem so spannend, weil, wie du eben schon gesagt hast, irgendwie unsere Gedanken beobachten können oder unsere Gefühle, da können wir auch reflektieren, okay, woher kommen die denn jetzt? Mhm. Woher kommen die? Und was kann ich vielleicht daran ändern? Vielleicht meine Einstellung oder. Ja, also häufig ist es ja die eigene Einstellung oder das eigene Glauben. Der eigene Glauben, so. Ja.
So eine Gedanken, beruhigen die dich oder regen die dich eher an und brechen dich wieder, also dass du wieder aufbrichst in neue Gedanken? Wenn jetzt du darüber nachdenkst, was du bist, wer du bist, ob du deine Gedanken bist, wenn du sowas in der Meditation so durchgehst, beruhigt dich das oder erfüllt dich das mit so einer inneren Ruhe und Frieden, dass du dann einschlafen kannst, oder bist du dann eher neugierig und wach und möchtest noch mehr entdecken, was da philosophisch möglich ist? Also manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich über so eine Sache nachdenke, ich bin ruhig. Also ich bin weder noch, ich bin so ein Zwischending dazwischen. Also ich könnte jetzt nicht irgendwie einschlafen oder so, aber ich bin auch nicht so, okay, das, sondern so mega wach, sondern einfach so, ich könnte es schon fast als Trance bezeichnen, aber auch nicht so wirklich Trance. Weißt du, was ich meine? Ja, so ein bisschen schon, ja. Also man ist irgendwie in so einem Drum drinne. Ich nehme es ja noch so außen wahr, was ist. Und auch meine eigenen Gedanken. Aber ich merke, ich bin voll auch so im Kopf, beziehungsweise aber auch im Gefühl drinne. Dadurch, dass ich mich so total entspannt irgendwie teilweise auch fühle. Ja. Also kommst du da mit neuer Kraft raus wieder? Also aus so einem Moment, aus so einer Überlegung, wenn man da drin abtaucht? Ja, manchmal schon, ja. Weil ich merke das auch manchmal, dass mich das eher so stark anregt und dann über solche Sachen nachzudenken und dann eher, ja, richtig losgehe. Aber dann ist es dann nimmst du ja auch so ein bisschen Kraft mit dann daraus, oder? Weil die Gedankenanleihen dich dann schon so ein bisschen kräftigen oder motivieren ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber mir fällt gerade kein Wort dafür ein. Ja. Ja, sie treiben mal so ein bisschen an. Ja, es ist jetzt keine Entspannung, wenn man so mit Schlaf vergleicht, wo man einfach so frei ist in seinen Gedanken oder es einfach mal laufen lässt. Es ist so in die Richtung, je nachdem, ob man das so bewusst gestaltet, so dann über die Sachen nochmal so nachzudenken oder ob man das einfach so sein lässt und dann dem schönen Gefühl abtaucht und es einfach nur so wahrnimmt. Dieses Gefühl von da gibt es mehr hinter dem, was wir denken. Ja. Das ist auch ein Gefühl, was schön ist und womit man einfach tauchen kann, ohne darüber weiter nachzudenken, wo man gar nicht so im Kopf sein muss, wo man auch gar nicht bewusst irgendwie so, das hatte ich nachgefragt, ob es sich eher anregt dazu, also wow, was gibt es denn da noch, was sind wir, wo ist die Erde zu Ende, wo ist die Erde Anfang und wo können wir alles hin, wo können wir noch überall hin? Ja, ich glaube, das ist beides. Also es war nicht im gleichen Moment, aber es ist mal so. Also jetzt zum Beispiel hatte ich gerade erst dieses einfach okay, so ein bisschen diese Entspannung und dieses Gefühl von okay, da ist noch mehr oder okay, ich habe jetzt vielleicht durch dieses Reflektieren irgendwie was für mich mitnehmen können. Ja. Ja. Kennst du das, wenn man so die Pulse so für sich also wenn es trotzdem noch Impulse gibt, also zum Beispiel irgendjemand, du hast vielleicht vergessen, dein Handy auszuschalten oder es gibt einfach irgendwas anderes, worauf man reagieren müsste eigentlich, so aus der Gewohnheit heraus, dass man trotzdem dann das so sagen, dass man so die Impulskontrolle hat, dass man jetzt sagt, so nee, darüber reagiert man jetzt nicht, weil man dieses schöne Gefühl zum Beispiel aufrechterhalten will oder in anderen Sachen so drin sein will. Ja. Also na gut, klar, wenn... Aus den alten Gewohnheiten. Also wenn ich mich manchmal ausruhe und dann kommt doch noch irgendwas, dann finde ich es einfach manchmal ganz schön, so jetzt eine bewusste Entscheidung zu treffen, so darauf reagiere ich jetzt nicht. Ja, voll, so, absolut. Bewusst, weil ich weiß, das würde auch würde ich sonst reagieren. Ja, also ich habe jetzt... Das ist irgendwie total schön, diese, wie du gerade eben gesagt hast, diese bewusste Entscheidung, okay, nee, jetzt... Handy oder was auch immer es ist, mal beiseite in Ruhe lassen und für sich entscheiden, ich brauche jetzt einfach diese Zeit für mich. Und da habe ich in letzter Zeit auch ganz oft gelernt, so ein bisschen auf mein Gefühl zu hören. Wenn ich so merke, okay, nee, da hat mir jetzt jemand geschrieben, aber ich habe einfach gerade eigentlich keine Lust zu antworten und vielleicht ist da gerade vielleicht, irgendwie fühlt sich da gerade für mich was nicht so stimmig an oder ich merke einfach, ich brauche die Ruhe und mal nicht von außen irgendwas, dass ich das dann auch mache. Und wenn ich dann wieder Lust habe, dann antworte ich halt darauf.
Kann aber vielleicht auch mal irgendwie ein, zwei Tage dauern, denn dann ist es halt so. Ja. Ja, aber das kann man in so bewussten Zustand, in so bewussten Entspannung einfach auch gestalten, oder? Geht es dir auch so? Also, dass man das in so einer bewussten Entspannung einfach so entscheiden kann, so ich will jetzt in dieser Entspannung drinbleiben, wenn man in so puren Rastlosigkeit manchmal drin ist, dann funktioniert das nicht so leicht. Dann kann man nicht einfach sagen, ja, jetzt war ich gar nichts mehr. Darüber denkt man gar nicht, der Gedanke taucht gar nicht auf in dem Moment irgendwie. Ja, stimmt, das ist schon schwieriger. Also ich habe zwar im Moment vorbereitet, so einfach mal auf den Klingeln auch mal nicht zu reagieren, einfach auch das Handy vielleicht, wenn das Handy jetzt sowieso schon an ist, einfach auch mal anzulassen. Und einfach mal darauf zu reagieren, wenn es jetzt nicht gerade jede 2 Sekunden irgendwie klingelt oder sowas im Gruppenchat-Nachricht ist. Ding, ding, ding. Mal klingelt,